Die Orgelpfeifen grüßen euch zu einer weiteren Runde von... Pfeifet aus den Orgeln. Was? Diablo 3 sollst du sagen. Ach, du hast doch Orgelpfeifen gesagt, ne? Ja, natürlich. Ah! Was ist denn eine Orgelpfeife? Du weißt nicht, was eine Orgelpfeife ist? In der Kirche, diese Pfeifen. Ja, natürlich. Also, ah! Nein, damit nicht den Pastor, natürlich. Hallo, du Kleiner. Den sieht man auch schon gut von hier unten. Ja, ich kann zumindest langsam leid, Diablo 3 zu sagen, weil die Leute wissen ja mittlerweile, glaube ich, bei dieser Folge, was wir spielen, weißt du? Meinst du? Ich revoltiere sozusagen. Ich gehe zur Gewerkschaft. Vor allem, wenn er immer so blöde... Boah. In letzter Sekunde eingefroren. Sei zu spät, mein Dieb. Ich bin tot. Oh. Soll ich dich... Komm, ich grabbel mal ein bisschen an einem Kreuz rum. Hier ein bisschen Kleber, da Patex und schon steht der Sarata wieder. Ich vermute mal, wir müssen hier nach oben übrigens. Oh, und hier geht es in die Bastionstiefen Ebene 3. Ich wundere mich, warum... Guck mal, hier ist es tief, aber hier schneit's. Huch. Hier muss doch offener Himmel sein in der Tiefe. Wir haben auch noch nicht alles entdeckt hier, aber egal. Nee, haben wir auch nicht, weil zwischendurch ist doch Diablo abgeschmiert. Stimmt. Und ich habe ja dauernd Leg-Spikes, verdammt. Ich erinnere mich. Und wir wissen auch immer noch nicht, was mit unseren legendären Gegenständen ist, weil wir einfach nicht gucken waren. Und richtig. Nicht Topaz sind. Was ist die Mehrzahl von Topaz? Topaze? Ich weiß gar nicht. Ach, schön. Und nachdem ich euch schon in der letzten Folge das die ganze Zeit mit Blizzard nicht genervt habe, fängt es jetzt weiter an. Ist einfach so schön. Hier, Blizzard. So, machen wir mal zu schön. Welcher Skill ist bisher dein Lieblingsskill? Ich muss sagen, ich mag die Kombination aus allen, die ich benutze. Ja, das ist auch immer schwer zu sagen, weil alle ihre Effizienz haben. Aber ich glaube, der Blizzard ist schon cool. Beim Zauberer ist es, glaube ich, auch einfacher, sich zu entscheiden für einen Skill. Oh, 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 warte mal. Boah, Alter. Oh, oh, die sind doch schon ein bisschen härter. Hertha macht das Würstchen. Ich mache hier auch gleich Würstchen. So, Mann, 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 Mann. Hier geht's aber auch zur Sache langsam, ne? Obwohl, mittlerweile habe ich mich sogar an die kleinen Blödmänner gewöhnt. An die kleinen Blödmänner? Ja, diese kleinen Blödmänner. Diese komischen, die immer ranrennen und dann die eins auf die Fresse geben wollen. Obwohl, du warst kein Bock auf den Arzt, weißt du? Ach, guck mal einer an. Da kommt wieder. Ich höre dich ja gar nicht mehr. Alter, was geht hier? Alter, wie viele... Ach, Mensch. Wie viele Gegenstände gibt's denn hier bitte? Ja, ne? Hast du auch so viele, ewig viele, magische? Ich glaube, ich bin blau. Ha. Leider nicht orange. Blau blüht nicht nur der Enzian, sondern auch Gegenstände bei Diablo 3. Komm, wir gehen weiter. Ach, da habe ich den Blitz halt verschwendet ein bisschen. Dafür gibt's noch einen. Boah, die Kollegen machen auch einen üblen Damage. Alter. Hier gibt's jetzt noch einen. Halt dich mal ein bisschen zurück bei den Viechern. Ja. Ach, der lebt ja noch. Mann, 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 diese Arschpriester hier, das gibt's gar nicht. So langsam reicht's mir mit diesen Kreaturen der Nacht. Mann, hier ist alles kaputt. Oh, warte mal. Ein verlegter Rucksack will uns jetzt über den Fall der Barbaren Teil 2 erzählen. Die Kinder von Vulkatos ließen sich in den nördlichen Steppen nieder. Einem Gebiet, das man heute das Reich des Schreckens nennt. Ihre Kultur war nomadisch geprägt und sie lebten in Stämmen. Allerdings gab es auch feste Siedlungen wie Secheron und Harrogard. Eine Gruppe ehemaliger Krieger, von allen verehrt und zum Ältestenrat ernannt, herrschte über diese Barbaren. Ja Mensch, das ist ja wieder wahnsinnig spannend über die Barbaren hier. Was man da nicht alles erfährt. Gut, dass ich so gut zugehört habe, als ich das gerade abgespielt habe. Ja, gar nicht wahrscheinlich. Gut, dass ich so gut am Träumen war wieder. Und schon von den neuen epischen Zaubern geträumt habe. Und noch schöneren, seltenen Gegenständen. Mehr Wut. Ach, das ist einfach schön hier. So. Liebe vernichten euch. So ein Gemetzel, das ist doch einfach... Ja, ist schön einfach. Einfach schön. Es ist einfach so schön. Macht aber auch Spaß, ne? Muss ich ja mal zugeben. Ich weiß ganz gar nicht in Worte fassen. Es ist
Du bist einfach so nah am Wasser gebaut, mein Freund. Total. Für alle, die denken, der Schauspieler hier, der weint wirklich. Alter, wo müssen wir denn lang? Ey, lass mal auf die Map gucken, wie der coole Gamer sagt. Map, der sagt nicht gerade. Nee, der coole Gamer guckt nicht auf die Map. Der findet einen fehlerhaften Smaragd, den er vorhin übersehen hat. Ja, der geht einfach irgendwie in die Richtung, wo wir schon unlängst waren. Ja, das macht der coole Gamer. Hier haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was nicht entdeckt, angeblich. Aber ich weiß nicht, wie wir da hinkommen. Achtung! Ich könnte Hilfe gebrauchen hier unten. Ich eile. Ich bin gefiert und ich renne in die Horde. Alter. Ich bin auch gefiert, juhu. Ein bisschen Hilfe brauchen ist gut. Verdammt, Alter. Alter, das ist richtig. Alter, ich werde dauernd nur noch gefiert. Okay. Jetzt reicht's aber langsam mit diesen fetten, ekelhaften Bollwerken. Oh, gefiert. Ich habe es durch. Alter. Die sollen von mir fern bleiben. Schöne Runde. Wird wieder fleißig gemetzelt heute. So, Schnauze, Mistvieh. Ja, echt. Schon wieder blaue Gegenstände ohne Ende. Ich weiß auch nicht. Da können wir eigentlich alle 2 Minuten gleich verkaufen gehen oder einfach scheiß drauf scheißen. Ja, jetzt sind wir ja auch so langsam nicht mehr so am Anfang des Games. Ne? Ich guck gerade mal rein, was wir denn so schön. Ja, tolle machen. Idee. Du schaffst das schon. Du bist doch ein ganz toller Hex. Wenn die Aufnahme aus ist. Ich höre dich gerade wieder gar nicht. Na. So, Vorsicht, da ist gleich wieder ein Klopse. Oh. Königsberger Klopse. Da der kannst du Bollwerk-Dämon. Aus so einem Bollwerk-Dämon kannst du viele Steaks machen. Ein D-Mollwerk-Dämon. Wie bitte? Ein B-Mollwerk-Dämon. Ach, D-Moll, diese Musik. Ja, ja, genau, ne? Das ist wie Pull-Moll, nur mit anders. Ach komm, ich hol erstmal hier die Erleuchtung. Genau. Erfahrung, gibt's auch immer gerne. Nehmen wir immer gerne entgegen. Boah, ich hasse diese Viecher inzwischen, ja, muss ich ja sagen. So, alle mal bitte brutzeln lassen. Wird langsam Zeit und hier gibt's noch einen Blizzard oben drauf. Das geht noch nicht. Dieser Bollwerk-Dämon, ne? Ja, der Tote hier, meinst du? Ja, dieser Große hier. Das sind ja Bollwerk-Dämonen, ne? Ja. Dämliche Ohnen. Ach Gott. Ach nö, ach komm. Ach nö. Jetzt ist aber mal gut langsam hier, ne? Wann gehen wir denn mal wieder eine Kneipe, ein bisschen virtuell Milch trinken oder so? Warte, Erdbeben. Nein, ich kann gerade kein Erdbeben. Jetzt aber. Ach, der ist doch schon weg. Weißt du was? Ich habe zufällig ein Kettenhemd gefunden, was selten ist. Das gibt's nicht so oft. Ja. Plus 14 Stärke. Plus 3 Vitalität. Wie sieht's denn bei dir aus, zufällig? Mein Kettenhemd? Ja. Ich habe da noch so einen Intelligenzscheiß. Ja, dann nimm das, was ich dir jetzt gebe. Und du wirst mir ewig dankbar sein. Baba. Werde ich? Ja. Ach, geht so. Na komm. Nee, ist schon super tafte hier, dass du sowas machst. So, 66, warte mal, Stiefel. Oh, guck mal, die Stiefel. Magst du diese Stiefel haben? Nee. Ja, guck dir die mal an gerade, bevor du nee sagst. Oh, ja. Du hast recht. Ja, auch wenn du legendäre Stiefel anhast, aber deine die Eitelkeit... Die könnten besser sein, ja, die deine Eitelkeit sein. Sollte deinem Erfolg aber meine schönen Schuhe, die ich doch in diesem SM-Laden gekauft habe. Ja, manchmal muss man auch mal gewandte Kleidung tragen. Wie sehen die denn aus? Ach komm, das sind so Lederpantoffeln. Naja. Deine schönen DCs sind weg. Kann ich vielleicht so zu so einer Kindergeburtstagsparty mitgehen, wo noch Topfschlagen spielt? Ja, komm, dann suchen wir uns doch einen. Hier unten sieht es nach Topfschlagen aus. Hier wurden ganz viele Töpfe geschlagen. Hier sieht es eher nach Kopfschlagen aus. Ich wollte den Witz gar nicht bringen. Komm, tu doch nicht so. So, Speicherpunkt. Und wohin? In die Speisekammer kommen wir jetzt. Boss, die Speisekammer. Vernichtet Gom, den Herrn der Völlerei. Die Speisekammer ist halt auch immer ein echter Boss. Ne, wenn du da reingehst? Das ist auch so ein Endgegner für dich, ne? Alter, du bist mein Endgegner mit diesem scheiß Witz. So. Sicherheit geht vor. Schlecht einfach. Sicherheit geht vor. Ach ja, erkundet die folgenden Gebiete. Das haben wir ja alles gemacht. Boah, wir müssen gleich unbedingt noch eins von diesen sauren Dingern essen. Die waren gut. Boah, die sind lecker, ne? Oh. Die sind verdammt. Ihr seid derjenige, der Fürst Belial getötet hat. Ich werde es genießen, euer Fleisch von euren Knochen zu reißen.
Hat der gerade gefurzt? Ich glaube ja. Ich glaube, es bestätigen zu können. Ist ja ein Traum. Boah, der Furz kommt hier. Das hält's ja nicht aus. Alter. Das ist ja schlimmer als raus neben aus der dem Gronkh. Alter, du musst aus der Suppe raus. Scheiße. Das ist wirklich schlimmer als neben dem Gronkh sitzen zu müssen hier. Scheiße, ich bin... Erik, jetzt... Ja, warte mal, der kotzt ja auch noch so eine ekelhafte Finger aus. Alter. Boah, der will echt hier, der meint's ernst. Der meint's wirklich wow. Ich nicht. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Heiltrank, hast du nicht mehr free. Kann ich gerade nicht mehr benutzen. Ich hab boah, genug. Der diese ätzende Flüssigkeit, die der ausscheidet. Der kackt ja den ganzen Weg voll. Scheiße. Von der Furz ist tödlich von dem. Ich komm nicht an den ran. Ach, diese ätzenden Schleime nerven auch. Das ist übrigens der Herr der Völlerei. Ja. Kein Wunder, dass der so vor. Der Herr Rudi Völlerei. Rudi Völlerei. Ich nenne ihn mal Rudi Völlerei. So, warte, ich muss mich jetzt... Scheiße. Alter, diese Furzkacke. Ich komm nicht an den ran. Das ist doch echt zum Kacken. Der und kotzt auch alles voll, der stinkt. Zum Kotzen ist es auch. Alter, diese kleinen Dinger da die ganze Zeit, das regt mich auf. Es regt mich auf! Voll übersteuert gerade, tut mir leid. So, Alter, ich muss weg. Ich kann den, im Nahkampf kann ich leider nicht so viel ausrichten gegen den. Blizzard, komm und hilf uns. Ich muss von den Dingern weg. Unmöglich. Ja! Oh, Alter. Heilige Scheiße. Das ist wirklich kein Zuckerschlecken, den Typen hier ins Jenseits zu befördern. Er meint es ernst. Er meint es nicht freundlich mit uns. Vorsicht, da kommen die Schleimi. Ach nee, jetzt sind die wieder hinter mir her. Da bin ich doch der Einzige, der hier irgendwas ausrichten kann. Und ich behaupte nicht, Alter, dass die WM 2006 das gefaked war. Die Alter! Nein, das ist tot. Beschissenen Giftwolken. Hier, scheiße, scheiße. Und ich muss da raus. Das du musst warten, bis du noch nicht mehr in der Giftwolke bist. Ich komme nicht an den ran, weil er so stinkt zu penetrant. Hier. Ich hab ihn verlangsamt. Dieser Kackfuchs, ey. Das muss im gibt's Kreis doch rennen, gar nicht. Sonst wird's ernst. Ich hol dich zurück, mein Freund. Ich komme dich super um. Ich sterbe geduldig vor mich hin. Ey, ich komme nicht hier rum, weil hier alles vollgefurzt ist. Du müsstest mal hier stehen. Nee, lieber nicht. Hier, steh schnell wieder. Komm schon, ich schaffe es. Ja! Boah. So, ich laufe aber schnell Sekunde weg. Uah. So, eingefroren. Blizzard, schnell. Drauf da. Der verlangsamt dich gerade. Ein waschechtes Killer. So, Erdbeben. Geh lieber zurück, Freund. Ich muss jetzt durchhalten. Ich hab Erdbeben. Oh, ich brauche mein treuer Gefährte. Nicht zieh dich lieber zurück. Nein! Deswegen meine ich das. Boah. Ach, Alter. Fuck. Du bist schon wieder gestorben. Ich bin schon wieder tot. Diese Fuck. Alter, das wird langsam aber echt. Alter, das muss langsam ich auch mal sagen. Eine Bewährungsprobe. Das nein, muss der darf da nicht lang gehen, wo du stirbst. Alter. Oh, das ist echt eine Bewährungsprobe hier. Also wirklich. Alter, jetzt reicht's. Nee, lauf. Zack. Und jetzt hier dich zurückholen. Scheiße. Alter. Ich sehe dich da agieren, aber ich. Schaue aus dem Jenseits wohlwollend auf dich herab. Ich schaffe das. Ich habe die Herausforderung angenommen. Alter, also ich sterbe. Ich liege mitten im Gestank. Ja, ich muss gucken, dass du, dass der Gestank nicht mehr über dir liegt. Sonst kann ich dich da nicht retten, weißt du? Das ist aber gar nicht so leicht, wie es aussieht. Wie der rumfurzt auch. Wer denkt sich denn sowas aus? Ja, Computerspieler. Das ist aber Blizzard. Alter, der muss furzen. Ach komm, so ein Furzmonster hätten wir uns vielleicht sogar auch selber ausgedacht. Hätten wir dieses Spiel gemacht. Gerettet. Boah. So, jetzt bloß weg. Ich warte jetzt, bis Erdbeben wieder bei mir aktiv ist. Hier, Angel. Ich gehe nicht zu nah ran, weil sonst bin ich gleich wieder nee, tot. Komm, lass mich's machen. Vorsicht, hau lieber ja, ab. Ja. Der beißt ja auch zu. Ich muss dir mal ganz den an. Gestank. Mach du die Viecher hier platt, die Kleinen. Fuck. Warte, ich warte auf Erdbeben. Die Viecher kommen eh gerade zu mir, aber die machen Säure. Ich halte die einfach im Schach. Hallo. Guten Tag. Du auch hier? Ja. Wie geht's denn so? Wie geht's denn den Blumen zu Hause? Frau Scheiße! Kinder, die sie nicht besitzen haben. Tun. Alter, der stinkt hier auch alles voll. Ja, Blizzard ist die einzige Möglichkeit, den in die Knie zu zwingen. So, ich kann gleich wieder Erdbeben machen. Fetti kommt hinter mir her. Glaube ich. Nee, doch, ja. Hier ist ein Heildinger. Heilpöppel, bei mir. Warte, das brauche ich gerade nicht. Doch, du bist nicht ganz aufgeladen. Du brauchst jeden Heilpöppel. Ich bin nicht ganz aufgeladen, aber ich werde gerade noch überleben, hoffe ich. Ja, jetzt ist es zu spät. So, Erdbeben ist aufgeladen. Jetzt lass sie mal ganz kurz kommen.
Geh nicht in die Stinkwolken, geh nicht in die Stinkwolken rein. Wenn der nicht immer stinken würde. So. Mehr Wut. So, ich lasse meine Spiegelbilder mal hier. Vorsicht, nicht in die Kotze stellen. Ist gut. Jetzt aber. Komm, den kriegen wir. So, ja. Jetzt aber. Boah. Alter. Geil. Alter Finne. Ich habe einen seltenen Ring gefunden. Ja, oh, neues Wissen, warte mal kurz. Gorm ist der größte von Asmodans Sündenleugnants. Er besitzt nicht weniger als 4 Mäuler. Sein unstillbarer Appetit ist sicherlich seine mächtigste Waffe. Doch seine Galle und, nun ja, andere giftige Körperflüssigkeiten sind ebenso tödlich. Bei der letzten Schlacht verschlang der Fürst der Völlerei 6 Engel, inklusive ihrer Speere. 6 Engel fressen ist aber schon, hatte ich noch nicht beim Bringdienst, lag mir ein bisschen schwer im Magen. Dieser Ring wird wahrscheinlich für dich besser sein. Und da ich ja ein netter Mensch bin, ein tugendhafter Zauberer, gebe ich dir diesen schönen Ring. Ich habe mir auch einen schönen Brustschutz geholt. Warte mal ganz kurz. Oh. Hier, nimm dir den mal, der ist wirklich geil. Vielen Dank, ich schau gleich. Ich will nur eben mal ganz kurz gucken, was haben wir denn hier für die Waffe, Kopfschutz, sonstiges. Zeig mal deine Stiefel, deine Sandaletten gerade. Warte mal, plus 10 Stärke, den hau ich... Ah ne, hier, Edelstein, plus 14 Stärke, den hau ich mir jetzt mal in den Brustpanzer. Zeig mal deine Sandaletten gerade. Meine Sandaletten sind von... Oh, ich von hab auch noch Stiefel für dich. Salamander. Ja. 20 Stärke, 10 Vitalität? Ne, ich weiß nicht genau. Die bösen Läufer sind das. 60, plus 14 Stärke Intelligenz, plus 14 Vitalität. Ja, die sind besser. Magischen Gegenstand ist natürlich auch immer schön, habe ich jetzt gelernt. Ja, auf jeden Fall. Die sind besser. Okay, ja, Bewegungsgeschwindigkeit brauche ich auch nicht unbedingt. Jetzt der Ring. 47 Stärke. 37. Ach, Mensch. Ja, aber kriegst 47, wenn du noch sockelst. Plus 23, komm, dann hau ich dir mal... Warum hab ich denn so scheiß Ringe nur? Also bei Ringen hatte ich noch nicht Glück. Also ich habe noch keinen Ring am Finger. Möchtest du nicht vielleicht mehr einen? Soll ich dir einen Ring am Finger stecken? Ich guck mal kurz, ob ich da was... Nee, lass mal. Ach, das war der von eben. Aber ich glaube, ich habe auch nichts Interessantes für dich dabei. Egal. Du willst ja Diamanten immer haben, ne? Genau, ich nehme nur Diamanten. So. So, warte mal. Edelstein, was haben wir denn da? Das ist jetzt... Ich bin jetzt mal für ein kleines Päuschen. Ja, kleines Päuschen machen wir gleich. Ich schaue nur mal ganz kurz für den Ring. Was mache ich denn hier? Was hast du da für einen Ring gehabt eigentlich? Vielleicht ist das sogar besser als meiner. Nee, den hier hatte ich. Aber Stärke bringt mir nichts. Was mit dem anderen, die du da unten noch hast? Da sind noch ein paar schöne Werke dabei. Nee, ich glaube, das bringt dir auch nichts. Ach, Kinderkacke. Öde und öde. Öde. Ja. Ja. Öde Knöde. So, ich würde sagen, nächste Folge, ne? Ja, da werden wir auf jeden Fall richtig abgehen, Freunde. Wenn ihr diese nicht einschaltet, werdet ihr auf jeden Fall das Ereignis eures Lebens verpassen. Ja, und damit also, übertreibe ich natürlich überhaupt nicht. Alter, wie ekelhaft der Typ hier auch aussieht. Guck mal bitte. Ja, das, so, solche Ereignisse meine ich natürlich nicht, sondern eher so Cluburlaub-mäßig. Ja, naja gut. Also nächste Folge Cluburlaub und bis morgen. Tschüss. Tschüssi.